und wieder mal recht herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Heine und heute geht's auf das Schloss Liechtenstein. Oben angekommen gibt es einen großen Parkplatz. Wir gingen vorbei am alten Forsthaus, das heute ein romantisches Ausflugslokal mit gut bürgerlichen Gerichten serviert. Nach etwa 100 Meter bergauf kommt man zum Eingang der Schlossanlage. Hallo. Hallo. Zweimal Hofbesichtigung, bitte. Das sind 8 Euro. Mhm. Dankeschön. Wir nahmen nur die Hofbesichtigung, weil man hat ja eine wunderschöne, grandiose Aussicht von oben. So, jetzt sind wir Schloss Liechtenstein. Schloss, das steht direkt auf einem Vorsprung, auf einem Felsvorsprung in schwindelerregender Höhe. Früher gab es auch noch eine Zugbrücke, die ist allerdings weg jetzt. Heute ist nur noch ein kleiner Steg ins Schlossinnere. Ja, und das kostet dann 12 Euro die Besichtigung. Erbaut wurde das Schloss 1840 bis 1842. Und der Erbauer war Wilhelm Graf von Württemberg, der ein Fan von dem Roman Wilhelm Haufs Liechtenstein war. Er kaufte die Ruine und baute sie wieder auf. Zuerst war es als Sommersitz gedacht. Es sollte den gängigen romantischen Vorstellungen einer mittelalterlichen Ritterburg entsprechen. Heute wird Schloss Liechtenstein auch als Märchenschloss Württembergs bezeichnet. Auch war das Schloss 2009 ein Drehort für den Märchenfilm Dornröschen, das von den Gebrüder Grimm. Wildromantisch und wunderschön thront es auf dem 817 Meter hohen Berg. Gerne hätte ich hier meine Drohne fliegen lassen, aber es ist absolutes Drohnenverbot hier. Ihr könnt nur aus sicherer Entfernung von einem Acker aus filmen und dann am besten mit einem Tele. Im Schloss innen, in den restaurierten Gemächern des Grafen Wilhelm von Württemberg, zeigt sich die üppige Pracht der spätromantischen Wohnkultur. Ein bisschen schwindelfrei sollte man allerdings sein, wenn man vorne direkt am Abgrund steht. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Im Spätnovember gibt es hier wunderschöne Aussichten. Auch das Laub der Bäume ist noch dran. Zum Schlossgelände gehören der Gerobau, die Kapelle, ein weitläufiger Schlossgarten und der romantische Schlosshof. Fazit dieses Ausflugs: ein wunderschönes Schlösschen oben auf dem Berg. Wunderschön, märchenhaft. Ja, das ist schon mein dritter Besuch hier auf dem Schloss. Ich war auch schon in den Innenräumen, wollte sie jetzt nicht nochmal besichtigen. Aber für euch wäre es ganz interessant, wäre auf jeden Fall ein Rat von mir. Noch ein Tipp: kommt bitte lieber unter der Woche an Werktagen, nicht am Wochenende, weil da ist es richtig voll hier. Ja, und das war auch schon wieder ein kleiner Film von mir über das württembergische Märchenschloss Liechtenstein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir doch ein Like nach oben
Oder abonniert doch gleich meinen Kanal und klickt die Glocke, dann verpasst ihr keinen Film mehr von mir. Bis dann, bis bald, euer Markus Heine.